Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit Makedonien. Wir spielen so wie Alexander der Große vor einigen Jahrhunderten sein Reich aufgebaut hat. So, jetzt ist nur die Odrysen ein bisschen nervig hier oben, aber die sind kein Problem. Mit den Odrysen oder mit den nördlichen Stämmen hatte Makedonien eh ziemliche Probleme. Und deswegen passt es ganz gut. Wir haben jetzt Ägypten eingenommen. Und Jerusalem, also ja, wir haben die falsche Reihenfolge genommen, aber ich wollte nicht gegen Parthien so früh Krieg führen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut so. So, warte, die Verteidiger Pellas, die können ja jetzt langsam auch wieder nach Hause gehen. Weil die sollten vielleicht Pella mal verteidigen. So. Genau, nachdem Alexander hier diese Schlaufe hier, also hier hat ja die erste richtig große Schlacht gegen Persien stattgefunden und dann ist er Richtung Ägypten. Die Strecke hier war sehr krass für ihn. Da gab es sehr viele Verluste und Ägypten hat sich eigentlich freiwillig unterworfen, weil die waren auch gegen Persien. Und jetzt geht's Richtung Mesopotamia. Und das war ziemlich heftig, weil Alexander hat ja seine Kernaussage war ja wirklich gegen Persien, weil Griechenland hat sich ja nie für die Perserkriege und das Verwüsten von Griechenland gerecht. Und 100 Jahre später hat sich halt Alexander gedacht, so ja, ich will das Land, aber wie bekomme ich die Griechen dazu zusammenzuarbeiten? Und Alter, Rom ist auch nur noch so ein kleiner Pfurz. Jujuju. Okay, genau, wie bekomme ich die zusammen, die ganzen kleinen Stadtstaaten? Und das war eben der gemeinsame Feind der Perser. Und genau, seine Armee war bis dahin schon seit 337 vor Christus unterwegs. Und genau, 331 hat er hier so diese Schlaufe gemacht. Und da hatte er ungefähr 40.000 Soldaten und 7.000 Reiter. Genau, und für die Perser haben einige Elefanten noch gekämpft und einige griechische Söldner sogar auch. Und warte, beim Dorf Gaugamela, warte, ich muss mal schauen, wo das ist. Warte, Gaugamela, ich glaube, das heißt hier genauso. Oder? Ah, verdammt. Ich dachte, das hieß hier genauso. Ich glaube, das war zwischen Hetra und Seleukia. Aber das habe ich mir eigentlich aufgeschrieben. Naja, auf jeden Fall verliert Dareios III. Wieder. Und also er hat wieder eine dreifache Übermacht und verliert wieder. Und ich mache ja zurzeit, wie schon öfters gesagt und nie veröffentlicht, mache ich ja die Rome Total War Tutorials gerade, also die Tutorial-Reihe. Und ich bin jetzt so weit, dass ich nur noch in Anführungsstrichen, die Taktiken mache, also die Gefechte. Und da werde ich vielleicht auch mal eine Taktik zeigen, wie Alexander der Große die größere Armee besiegt hat. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt muss ich nur kurz mal schauen. Ich habe, glaube ich,
alles schon bewegt. Genau, der bekommt nichts. Das ist ja. Genau. Ja, gut. Und jetzt werden wir uns auf jeden Fall auch Richtung persisches Innenland, Kernland, ja, machen. Und das war auf jeden Fall, ja, so weit ist noch nie jemand gekommen. Der Sturm hat lange gewütet. Nö, hat er nicht. Na, Bartea, ich machte fertig. Die Götter weinen, wenn Menschen vergeblich kämpfen. Wollt ihr uns nicht in diesem Krieg helfen und den Göttern durch einen Sieg gefallen? Nee, wollen wir nicht, weil da oben war Alexander nicht unterwegs. Ist er jetzt gerade ernsthaft dreimal hin und wieder weggegangen? Ich überbringe euch die Nachricht. Nö. Sowas ist mir wirklich noch nie passiert. Und ich spiele das seitdem es rausgekommen ist. Lustig. Ein Kind, yay! Armenien schließt sich ja mein Feind an. Politiker, Land ist offen. Gar nicht wahr. Also das war wirklich, wirklich höchst amüsant. Warte, dann gehe ich mal hier hin und holen wir noch. Ja, die sind halt echt bescheiden. Ja, nee. Ich bin jetzt von Epirus so gewohnt, dass ich mir einfach ein paar Söldner hole, weil, ja, da bin ich ja schon eigentlich. Das ist überhaupt kein Stress da. Apropos Epirus, da bin ich jetzt fertig. Also gestern, übrigens, frohe Ostern, ne? Für die, die es feiern. Und für die, die es nicht feiern, schöne Feiertage euch, ne? Genau. Genau, und ich weiß genau, dass ich nicht weiß, was ich sagen will, ne? Genau, wegen gestern. Jetzt an der, wäre ja eigentlich. Die sind ja ziemlich malträtiert worden. Gestern wäre ja eigentlich. Rise of the Republic und Epirus rausgekommen. Und Epirus ist jetzt fertig. Also. Aber da wollte ich ja noch so einen kleinen. Kleine, ich sag's mal, ja, Ehrung meiner meiner Armeen machen, und zwar in Form von, man kann ja hier, warte, man kann ja hier sehen, was die alles durchgemacht haben schon, also welche Schlachten, und du hast ja auch schon, warte mal, geführte Gefechte, 21 Siege, 21 Niederlagen 0. Und da sind halt alle aufgezählt. Und ich schneide das gerade, dass man das so bei der 501. und also bei den Großen, dass man das sehen kann. Und ja, das kann man automatisch machen. Genau, und das. Alter, ich kann ja hier gar nichts machen. Ja, machen wir mal öffentliche Ordnung. Und das dauert noch ein bisschen, das zu schneiden. Also er wird es entweder heute noch, was ich bezweifeln würde, oder morgen rauskommen. Und Rise of the Republic kommt heute auch raus. Genau, also da hatte irgendwie mein Schnittprogramm irgendwie ist abgestürzt und dann konnte ich es nicht mehr hochladen und irgendwie war das ein bisschen komisch. So, der bekommt immer noch nichts, der bekommt aber was. Ach, der bekommt noch was. Alter, das ist ja gut. Warte, also entweder bekommt er hier jetzt
Ja, Loyalität, das ist natürlich auch. Kraftkonzentration ist heftig. Und hier würde er halt sammeln und motivieren und Banner heben. Und Nahkampfangriff. Aber ich glaube, ich nehme das da. Wie alt ist er denn? Ja, okay, der ist schon. Eieiei, 47. Ja, dann. Er wird sowieso nicht mehr kämpfen. Also mache ich ihn ja noch ein bisschen. Das mache ich auch nicht, dann sonst ist das weg. Genau, also der wird auch bald sterben. Und damit halt die politische Familie von uns ein bisschen hochgepusht wird, hat er jetzt das bekommen. Und immer schön trinken, ne? Der hat ja noch eine Fullstack-Armee. Okay, der. Warte, wieso. Tuck hat der so ein. Alter. Warte. Habe ich dir das erlaubt? Ja, mein Problem ist, dass der lauter Fernkämpfer hat. Ja, aber ich will es ihm nicht leicht machen. So, das Schiff können wir rammen. Das Blöde ist, dass. Warte, Plünderer der See, ist das auch noch? Ja, der ist, glaube ich, mit zwei. Mit zwei Schiffseinheiten gekommen. Ja, also werden die mal schön darum hantieren und. Die Rahmen und versenken am besten. Genau, da ist. So. Ich brauche etwas, wo ich nicht gut getroffen werde. Ich muss mich irgendwo verschanzen. Ich hier mal hier. Ich gehe mal hier hin und ich. Ups, Entschuldigung, was ist denn los? Ah, da Nähert drüben, sich genau. feindliche Unterstützung. Wo ist denn euer Segel? Achso, ja, das ist ein Transporter. Meine Segel sind auch nicht drauf, naja. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten! Schön, dass es, ja, und dann ist so ein kleiner Bumser und dann. Und dann erst ist es weg. Sind das Fernkampfkavalleristen? Ich glaube nicht. Nee. Okay, das ist gut, dass ich die rammen kann. Mir wäre es zwar ein bisschen lieber, wenn es die ganzen Fernkämpfer wären, weil Nahkämpfer, die kann ich aufhalten mit der Phalanx. Aber die Fernkämpfer da. So, mal schauen, wie es auf dem Land aussieht. Ja, jetzt kommen die ganzen Kavalleristen. Da hoffe ich mal, dass meine Steinschleuderer genug Damage machen. Oh ja. Ja, die Salve war gut.
Dieser aber war nett. So, dann schauen wir mal da. Schnell rudern. Dann werden die mal schnell rudern und die innerhalb von einen Zug vernichten. Legt euch ins Zeug! Eines ja, genau. Schiffe wird geentert. Okay, GG. Das finde ich immer so nervig. Unser General wird angegriffen. Weil an sich, wenn ich ihn ramme, dann kann der eigentlich nicht gleich kann er eigentlich nicht entern, weil ich ramme ihn. Aber Männer wanken. Ja, das ist mir sowas von egal. So. Ah, die machen halt Männer fliehen vor der Schlacht. Schon ziemlich großen Schaden. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wollt ihr nicht schießen? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Das Problem ist, dass die Schilde haben. Nein, ihr. Was macht ihr da? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das Problem ist immer das mit den Fernkämpfern, also mit den Steinschleudern fallen. Wenn die auf welche schießen, die Schilde haben, ist es halt, ja. Es ist nie wirklich gut. Doppelte Geschwindigkeit! Ingeniere! So. Ich spau mal vor. Also, ich greif nicht an, ne? Du musst angreifen. Ja, eigentlich muss ich angreifen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das ist die Hauptsache. Naja, wobei der hat ja noch zwei andere. Das ist ein Schiff. So. Aber die sind nicht mehr so doof wie früher. Also,
Das ist auch, also finde ich super. Weil früher war es immer so, dass die einen angegriffen haben. Oder früher, also ich weiß nicht, ob er das jetzt einfach nur Zufall ist, ob er, oder ob das jetzt einfach, ja, Zufall ist. Weil, ja, die haben nicht stumpf angegriffen. Also die haben eigentlich nur gewartet. Am Schluss haben sie angegriffen, aber da kam halt auch die Verstärkungsarmee. Ja, ich warte mal, also ich hoffe, dass nächste Runde. Oh nein, jetzt kommt der wieder. Eieiei, das ist nicht gut. Das ist gerade ein bisschen knifflig jetzt. Dann muss ich die erneuern. Weil die sind so teuer. Warte mal, ich schau mal kurz. Also. Das ist ja auch schon wieder so eine heftige Fernkampfarmee. Okay. Wir Verteidiger Pellas bleiben mal da. Die holen sich jetzt mal die Söldner und greifen an. Und zwar automatisch. Weil, aus dem Grund, weil er dann aggressiver reingeht. Ich lasse die mal frei. Und greife ein letztes Mal an. Genau, das da habe ich eigentlich, damit habe ich gerechnet. So, jetzt mache ich die da wieder auflösen. So, 10.000 bekommt Schild, der bekommt öffentliche Ordnung. Genau, der ist ein Philosoph. Genau. Und hier, also der wird jetzt wahrscheinlich die da einnehmen. Na, ich weiß, wieso haben die nur 80 Pikeniere von 120? Was ist denn da los? Das ist nicht ganz, ganz toll. Warte, du gehst hier runter. Da ist seine Fullstack-Armee. Ah, schade. Die ist im Gewaltmarsch. Das heißt, sie hat nicht so viel viel Moral. Schade. Okay, dann werde ich jetzt mit dieser. Ich weiß nicht. Die da stört mich ein bisschen. Die Königin. Die Königin stört mich ein bisschen. Dann werde ich erstmal mit Alexanders Vermächtnis hier bleiben. Wobei, warte mal. Wie sieht's hier aus? Okay, der ist frei, aber ich weiß nicht, wie es da unten aussieht. Ich weiß halt nicht, also wenn hier unten eine Armee wäre, dann kann sie einfach da rein stolzieren. Warte mal, ich. Okay, da ist niemand. Dann gehe ich mal dahin. Und dann nächste Runde werde ich die Königin besiegen. Hoffe ich. Warte. Hier kann ich ja so eine Armee aufstellen. So. Und der bekommt ein paar Fernkämpfer. So. Dann Baubericht ist Attentatsversuch. Flotte zerstört, rekrutiert, bla bla. Okay. Schaden für die Einheit des Kommandanten ist natürlich super. Die sind jetzt
alle schon so alt, dass es sich erst für den Nachfolger lohnen würde. Der ist 39, für den lohnt es sich noch. Der ist 75, ja. Ja, komm. Gut, dann sind wir schon wieder fertig. Ich bedanke mich viel doll, ganz super. Wunderbar. Fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und noch, ja, schöne Feiertage euch. Bye.